an die Außenseite. Die ist in Position und das ist der Starterfolg zum Hauptrennen des heutigen Tages, dem großen Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen an der 2200 Meter Marke. Ganz an der Außenseite Valante, dahinter sieht man dann schießt Gina Naspanu innen an den Rails, ganz innen auch ist dicht auf auch Gambisara. So geht es gleich das erste Mal am Zielpfosten vorbei. Valante in den Auenqueller Farben an der Spitze mit gut einer Länge vor Casale. Die Favoritin heftet sich gleich an die Fersen der Auenquellerin. Dahinter dann San Machia mit Naspanu und schießt Gina Gambisara. Dahinter dann an der Innenseite. Dahinter ist dann dicht auf auch auszumachen La Dynamite. Und dann sieht man Eagle Eyes vor Mythe und an der Außenseite Forever Gold vor Rose Rice. Und am Ende des Feldes marschiert Techno Queen. Die Pferde sind in der Gegenseite angelangt. Valante weiter an der Spitze mit einer Dreiviertellänge vor Casala, dahinter dann San Machia, an der Innenseite Naspanu schießt, Gina kann aufrücken, dahinter La Dynamite mit Gambisara, an der Innenseite dann Eagle Eyes und dahinter dann Forever Gold, an der Innenseite dann Mythe und am Ende des Feldes Techno Queen. Das Feld schließt aber dichter zusammen und passiert gleich den Übergang. Valante hat alles unter Kontrolle vor, an der zweiten Position Casala, dahinter sieht man an der Innenseite Naspanu vor an der Außenseite San Machia, dahinter dann Gambisara und dahinter folgt dann an der Außenseite La Dynamite, die sich jetzt verbessern kann. An der Spitze aber Valante. Valante marschiert vorneweg mit gut einer Länge. Casala in der zweiten Position muss jetzt schon ein bisschen gefordert werden. An der Außenseite rückt jetzt San Machia auf und die Pferde kommen gleich in den Einlauf hinein. Valante ist vorne, San Machia ist zur Stelle. Casala ist unverändert, da wird aber gefordert. Dahinter dann Rose Rice, du mit an der Innenseite, daneben dann noch La Dynamite, die beiden Wittgenshoferinnen und Naspanu auf dem kürzeren Weg und ganz an der Innenseite ist Gambisara mit dabei, aber Valante an der Außenseite mit San Machia, dahinter dann Casala, ganz an der Innenseite Naspanu und dahinter dann Gambisara, aber an der Spitze Valante wird aber wohl jetzt geschluckt, Naspanu ist an der Innenseite mit dabei und dicht darauf Gambisara, Naspanu mit San Machia mit Naspanu, San Machia an die Außenseite, Naspanu gibt sich nicht geschlagen, San Machia und Naspanu, San Machia kommt nach Hause vor, Naspanu, dahinter dann Gambisara auf dem dritten Platz, Casala wird vierte, dann Techno Queen vor Valante, Rose Rice und dann schießt Gina mit dicht auf, dann auch Eagle Eyes, Forever Gold und dann Mive mit am Ende des Feldes, La Dynamite.